Heute geht es los mit dem kompletten Zerlegen des Motors, was den Zylinderköpfe angeht. Das heißt, wir beginnen heute mit dem Abbau der Ventildeckel. Die haben wir schon soweit lose gemacht. Das ist einfach nur rundherum mit ein paar Schrauben. Jeweils Schlüsselweite 10 befestigt. Alle drei rausmachen, einfach hängen lassen hier. Und dann kann man die beiden Deckel abnehmen. Die legt man auf die Seite. Und hier drüben genau das Gleiche. Und schon haben wir den Zugang zu den Nockenwellen. Und was das allererste ist, eben hier zu den Warnungsgetriebeeinheiten. Einlass-Auslass, wie man hier auch gleich mal einen Blick auf den Motor werfen kann. Der sieht also oben richtig, richtig sauber aus. Also da sieht man natürlich nichts von diesem Pleuellagerschaden. Ich schaue mal gerade nach, ob der vielleicht irgendwelche Späne sieht oder irgendwas. Aber auf den ersten Blick, auch am Öl, ist da nichts zu erkennen. Das sieht alles ganz sauber aus. Was wir noch gemacht haben hier vorne, unseren Schwingungsträger haben wir einfach nur wieder provisorisch hier mit den vier Schrauben befestigt, weil wir hier vorne auch unseren Motor auf OT einstellen müssen mit dem Spezialwerkzeug, wieder von XXL Automotive, was wir hier haben. Das werden wir jetzt dann gleich als nächsten Schritt machen, Motor auf OT. Und dann können wir beginnen, hier vorne die Deckel abzumachen und an den Warnungsgetrieben zu arbeiten. Das ist jetzt unser Absteckdorn, damit wir den OT von der Kurbelwelle zentrieren können, dass er sich nicht frei bewegen kann, der Motor. Und jetzt ist es ganz wichtig zu wissen, dass hier die rechte Aussparung, das wäre genau die falsche, die wir jetzt hätten. Das ist nämlich die 10 Grad vor dem OT und gleich daneben, hier nämlich, wo die Null hier schön zu sehen ist, da müssen wir jetzt mit unserem Werkzeug hinein. Dazu können wir jetzt einfach vorne an der Kurbelwelle ganz einfach drehen, ein klein wenig. Und ich muss jetzt die Kamera auf die Seite tun und da gleichzeitig den Hebel runterdrücken. Das werden wir jetzt gleich zeigen, wenn es drin ist. Jetzt ist der OT abgesteckt an der richtigen Markierung und jetzt noch ein kleiner Hinweis. Man könnte auch theoretisch die falsche Stellung von der Nockenwelle oder von den Nockenwellen bekommen. Nämlich erst dann ist die Nockenwelle hier auf OT, wenn man hier vorne an diesem kantigen Stück von der Einlass-Auslass-Nockenwelle diese Markierung hier lesen kann. In dem Fall ist es 1182E2 steht hier. Und unten, ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen, beim Auslass die 167A2. Wenn man nämlich jetzt hier vorne die Kurbelwelle um 360 Grad zu weit dreht, ist man nämlich zwar auch optisch auf der gleichen Markierung wie jetzt hier gerade, aber die Nockenwellen stehen genau um 180 Grad falsch. Also das immer überprüfen, dass die Schrift auch zu sehen ist. So, und du machst jetzt in der Zwischenzeit schon mal den Deckel runter vom Wederkasten. Genau, das sind bloß drei Schrauben. Vier. Ach, vier sind's, okay. Genau, da unten ist noch eine, das sehe ich jetzt hier. Genau, da sind zwei in der Mitte und zwei außen. Und dann können wir gleich den Deckel runternehmen und es geht an die Getriebe. Vorher wird natürlich noch abgesteckt mit dem Werkzeug, dass die Nockenwellen nicht mitdrehen können. Der Deckel ist jetzt lose. Schauen wir mal, ob der runtergeht. Ganz leicht. Ja, da ein bisschen Hektor gehackt. Der hat nämlich seitlich auch wieder so kleine Passhülsen. Dichtung natürlich. Dichtung, ja. Genau, erneuern auf jeden Fall, wenn die neu reinkommen. Und jetzt kommt eben unser Spezialwerkzeug wieder zum Einsatz. Hier unten nämlich für die Einlassnockenwelle ist das linke, für die Auslass das rechte Werkzeug. Das wird einfach jetzt hier über diesen flachen Abschnitt der Nockenwelle im vorderen Bereich drüber gesteckt. Genau das gleiche auf der anderen Seite auch gleich. Genau. Und jetzt wird das Werkzeug natürlich noch festgeschraubt auf den Kopf. Liegt alles in dem Satz mit dabei, also auch alle Schrauben, was man dazu braucht, ist alles schon mit dabei. Und das Ganze dann mit insgesamt 6 Schrauben wird dann festgemacht. 2 kleine außen und eine in der Mitte und das gleiche auf der anderen Seite auch. Jetzt wird das Spezialwerkzeug natürlich noch richtig befestigt mit ungefähr 10 Newtonmeter. Das ist eben ganz wichtig, dass einem das dann jetzt beim Aufmachen der Schrauben, der Zentralschrauben, auch wirklich nicht abhebt, weil da ist ziemlich viel Drehmoment drauf. Und dann kann man aber natürlich auch gleichzeitig prüfen, ob die Steuerzeiten auch passen. Weil wenn das Spezialwerkzeug jetzt nicht so schön drauf gegangen wäre wie bei unserem Fall jetzt hier, hätte von vornherein schon am Motor irgendwas nicht gepasst. Dann würde das Spezialwerkzeug nämlich jetzt nicht so perfekt aufliegen wie jetzt hier am Zylinderkopf rechts und links. So kann man auch gleichzeitig schauen, ob der Motor von vornherein keine Probleme gehabt hat mit Steuerkette oder irgendwas ähnlichem, dass da vielleicht was gelenkt hat. Das nächste Spezialwerkzeug, das wir jetzt brauchen, das ist jetzt zur Einstellung der
Vanuseinheit des Getriebes. Und zwar hier hinten haben wir jeweils ein paar so Bohrungen drin. Licht ist ein bisschen schlecht, jetzt sieht man es hier. Und zwar da müssen wir jetzt eine kleine Imbusschraube reindrehen. Und dazu müssen diese beiden Zahnräder, es ist ein kleines und ein großes, man sieht es hier, also rechts ist das schmalere, links das größere, müssten jetzt übereinstimmen, sodass die Bohrung komplett so ist, dass wir die Schraube reinbekommen. Dazu setzen wir jetzt dieses Spezialwerkzeug einen kleinen Teil, das ist der dünnere Teil, am Innenteil an, am schmalen, und der größere Teil wird mit dem anderen Teil festgezogen, und durchs Festziehen werden jetzt die beiden Zahnräder aufeinander ausgerichtet. Das heißt, falls das kleinere Rad zu weit nach vorne stehen sollte, dass die Bohrung nicht übereinstimmt, würde dieses kleinere Zahnrad durchs Runterdrehen nach hinten gezogen werden, was aber in dem Fall eigentlich von vornherein schon fast gut zu 100% gepasst hat. Und jetzt versuchen wir mal, die Schraube einzusetzen, ob die Bohrung jetzt passt. Das ist auch eine kleine Imbusschraube. Auch die ist in dem Satz mit schon drinnen. Die darf nicht länger als, glaube ich, 10 mm sowas sein, sonst kann es zu Beschädigung kommen. Die greift, ja? Die greift, ja. Mhm. Die passt jetzt. Gut, und jetzt noch ein klein wenig festziehen. Gut, und jetzt ist diese, ja, diese Einheit schon komplett arretiert. So, das Spezialwerkzeug können wir jetzt wieder runternehmen. Einfach wieder locker schrauben, fällt dann gleich runter. Und es ist jetzt, wie gesagt, gesichert hier hinten mit der Imbusschraube. Und jetzt können wir auch schon unsere beiden Warnungsgetriebe abschrauben. Jetzt ist wieder ein wichtiger Hinweis, das ist wieder ein Linksgewinde. Und zwar, jetzt machen wir die beiden Schrauben so los, als ob wir sie festziehen würden. Also wie gesagt, Vorsicht, Linksgewinde. Geht das? Ja. Jawohl, und eins. Mit Verlängerung natürlich. Ja, sonst geht's nicht. Nee, sonst hat man da keine Chance. Die sind wirklich festgeschraubt. Gut, jetzt kann ich mit der Hand auch noch rausdrehen. Vielleicht geht es jetzt sogar schon. Und natürlich die Schrauben wieder komplett erneuern. Zum Einbau gibt es natürlich ein paar Hinweise dann auch wieder. Das ist wieder ähnlich wie bei den Pleuellagern tauschen. Die Schrauben werden doppelt angezogen, also einmal komplett nach Vorschrift festgezogen, dann nochmal gelockert und dann das gleiche noch einmal. Dazu kommen wir natürlich erst dann wieder, wenn wir den Motor zusammenbauen. Die Getriebeeinheit vom Auslass können wir jetzt schon abziehen. Das heißt, da muss man natürlich ein bisschen Geduld haben, bis das Zahnrad sich nach vorne hin ein klein wenig wegbewegt. Das ist auch auf den beiden Seiten unter Spannung, einmal vom linken Zahnrad und dann von der Nockenwelle selber. So, und jetzt ist es schon draußen, genau. Kannst mal umdrehen auf die andere Seite noch. Da, genau, sieht eigentlich alles ganz sauber aus irgendwo. Ich sehe schon, da ist ein auch kleiner Gummiring drin, hier ein O-Ring. Den werden wir uns auf jeden Fall auch erneuern. Man sieht ihn hier, ja, jetzt sieht man ganz gut. Der wird auf jeden Fall auch neu gemacht. Und damit haben wir schon mal die eine Seite ausgebaut. Vorne ist bestimmt auch eine Markierung hier drauf, oder? Da? Also ja, aus. Auslass, genau. Das heißt, da kann man auch nachher beim Einbauen keinen Fehler machen. Ja, und jetzt haben wir den vorderen Bereich schon freigelegt, was die Nockenwelle angeht. Und jetzt kommt natürlich noch die andere Seite dran. Da müssen wir am Kettenspanner noch ein bisschen was machen. Und dann können wir auch die zweite Getriebe, das Einlassgetriebe sozusagen runternehmen. Und dann ist vielleicht schon die Nockenwelle dran zum Ausbauen. Den Kettenspanner müssen wir jetzt ausbauen, damit wir dann mehr Spiel bekommen für die Kette zum Abnehmen der Verstelleinheit vorne. Der wird einfach nur rausgedreht. Übrigens hat jede Zylinderbank natürlich ihren eigenen Kettenspanner. Der andere auf der Bank 1 bis 4 liegt auf der gegenüberliegenden Seite, auch auf Fahrtrichtung rechts. Da ist schon zumindest ein bisschen Spiel in der Kette, aber das reicht noch nicht zum Abnehmen. Hier unten haben wir nämlich noch so einen Lagerbolzen drin. Mit einem großen Imbus müssen wir diese Schraube erstmal rausdrehen. Da ist auch wieder wichtig, dass man den Dichtring auch wieder erneuert beim Zusammenbauen wieder. Einfach mal die Schraube ein bisschen lockern. Die ist auch mit ziemlich hoch drin mit festgemacht. Und dann kann man die Schraube rausdrehen. Und dieser Bolzen ist eben hier an dieser Plastikführung befestigt. Dafür gibt es aber auch wieder Spezialwerkzeug. Und das werden wir uns auch gleich hernehmen und dann können wir wahrscheinlich die Kette so weit entspannen, dass wir die Einlassverstelleinheit auch rausnehmen können. Das ist jetzt noch ein Spezialwerkzeug, was wir wieder brauchen. Und zwar wird es ineinander gesteckt, die einfach die lange Schraube hier in das Gegenstück dazu rein. Und
Da sieht man jetzt auch, warum das so sein muss. Nämlich hier drin ist nämlich dieser Lagerbolzen, den wir jetzt rausnehmen müssen, damit wir die Kette spannen können. Und würde man jetzt einfach nur den Bolzen rausdrehen, würde der wahrscheinlich runterfallen in den Motor rein. Uns würde es nicht weiter stören. Aber es ist natürlich ein bisschen blöd, wenn das Zeug dann im Motor rumliegt. Jetzt tun wir einfach die Schraube mit der Hand reindrehen. Das reicht mit der Hand festziehen. Jetzt ist die gesichert sozusagen. Ja, und jetzt nehmen wir den Schlüsselweite 13, ein Werkzeug hier. Kann man es sehen? Jetzt, genau. Und jetzt können wir den Bolzen rausdrehen. Jetzt müsste man auch sehen, ja, man sieht es gut hier. Der Bolzen kommt jetzt uns entgegen und kann nicht runterrutschen. Und vor allem, ganz kurz immer, die Kette entspannt sich. Das ist echt der Sinn der ganzen Sache. Bolzen können wir auf die Seite legen. Und jetzt kannst du versuchen, ob die... Halt's vorne am besten fest, sonst knallt das Ding vorne runter. Ja. Ist doch ziemlich schwer. Ja, es kommt schon. Ja. Das war's. So, jetzt müssen wir ein bisschen herumfummeln, bis man das draußen hat. Man muss jedes einzelne Zahn sozusagen versuchen, ein bisschen hochzudrücken. Und ein bisschen, man hat nicht fast keinen Platz, ein bisschen nach hinten zu ziehen. Ja, eine Seite schon draußen und das gleiche nochmal mit der hinteren Reihe. So, das war's. Und wie man aussieht, was halt ganz toll ist, hier auch die Duplex-Kette. Also bei dem Motor gibt es eigentlich noch nie Probleme gehört von irgendwelchen Steuerzeiten, was sich verstellen oder dass die Ketten sich längen. Das ist schon recht massiv gearbeitet bei dem Motor. Beim Abbau der Nockenwellen können wir jetzt zuerst mal vorne diesen Lagerdeckel abschrauben. Das sind nur 4 Schrauben. Das ist nämlich genau der Deckel, der hier von links nach rechts von der Einlass- zur Auslassnockenwelle rübergeht. Und dann können wir uns auch gleich dran machen, hier die beiden Nockenwellen zu befreien. Und zwar einfach nur die Lagerdeckel werden aufgeschraubt. Dabei muss man aufpassen, die steht jetzt die Nockenwelle trotzdem unter Federspannung. Normalerweise könnte man hier schon das Spezialwerkzeug vorher abnehmen. Wir lassen es jetzt aber noch drauf, damit die Position sich jetzt noch nicht verändern kann. Erst wenn die Nockenwelle weit genug rum ist und genug Federspannung abgebaut worden ist, nehmen wir das Spezialwerkzeug langsam ab, weil wir mit sehen wahrscheinlich, sobald wir es abnehmen, wird sich die Nockenwelle durch die Federspannung leicht verdrehen und dabei könnte theoretisch ein Ventil aufsetzen auf dem Kolben, der oben steht. Vor allem ganz wichtig auf der anderen Seite 1 bis 4, dass man das so macht. Jetzt erstmal schauen, ob der Deckel sich abnehmen lässt oder wie fest der drauf sitzt. Wahrscheinlich müssen wir ein bisschen, der ist schon fast da. Ja, den müssen wir wahrscheinlich erst lockern. Gut, den Lagerdeckel haben wir jetzt ein bisschen Bewegung bekommen. Jetzt geht er auch schön runter. Und auch aufpassen, nicht vertauschen beim Einbau. Es ist wichtig, dass wieder das so drauf gebaut wird, dass die Pfeilrichtung nach vorne zeigt, in Fahrtrichtung. Und eben ganz wichtig auch wieder A für Auslass und E für Einlass auf der richtigen Position ist. Man könnte sie theoretisch nämlich auch auf der anderen Seite vom Motor einbauen, dann wird es aber überhaupt nicht stimmen. Beim Abbau der Lagerdeckel immer ganz wichtig, von außen nach innen arbeiten. Zuerst mal die äußeren Schrauben lockern und dann erst die inneren. Und jetzt eben immer nur eine halbe Umdrehung, die Schrauben ein klein wenig aufdrehen. Sobald es wieder fester wird, dann wieder zur nächsten. Und man sieht schon, der Deckel hier vorne hebt sich schon recht gut. Genau, der kommt schon entgegen. Das ist eben diese Federkraft, die wir gerade gesagt haben. Die wird jetzt noch gerade zentriert, eben durch das Spezialwerkzeug. Aber jetzt irgendwann steht es, die locken wir natürlich hinten am Spezialwerkzeug an. Dann müssen wir das Spezialwerkzeug natürlich abheben und dann darauf aufpassen, wenn die Nockenwelle weit genug draußen ist, dann kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Dann ist die Federspannung nicht mehr so stark auf die Ventile. Aber jetzt können wir noch ein bisschen hochgehen. Man sieht, hier geht es auch schon den Lagerdeckel in der Mitte schön gleichmäßig nach oben. Jetzt ist die Nockenwelle schon so weit draußen, dass auch keine Federspannung mehr drauf ist. Ich halte es jetzt trotzdem fest, damit sie nicht runterfallen kann. Die Deckel können wir jetzt alle abnehmen. So, jetzt habe ich das jetzt los. Schauen wir, ob es geht ganz leicht raus. Da haben wir natürlich hier vorne auch wieder so zwei. Wo haben wir es denn eigentlich? Da sollten eigentlich, aber da sehen wir schon wieder einen kleinen Fehler, als wie es aussieht. Nee, doch, da sind sie. Die kleinen Ringe sind da drinnen. Genau. Das ist der zweite. Genau, die müssen da drinnen sein und die muss man auch kontrollieren, ob die nicht irgendwie beschädigt sind oder irgendwas. Ja, da sieht man es, da sind zusammengehängt, diese kleinen Ringe. Ich suche noch ein Licht nochmal ein bisschen bis einfangen. Jetzt geht's. Und diese Ringe muss man auch kontrollieren, damit die nicht Beschädigung haben. Die kann man auch austauschen.
Das passt aber soweit. Ja, und jetzt schauen wir uns mal den Motor schon mal ein bisschen genauer an, was den unteren Bereich angeht, ob da irgendwelche Auffälligkeiten sind. Es sieht aber auf den Lagergassen alles ganz gut aus hier. Da ist nichts irgendwie verdreckt. Genau, nehmen wir mal die Lampe mit dazu. Also da auf den ersten Blick sieht man nichts. Und darunter sieht man jetzt auch schon die Schrauben vom Zylinderkopf. Dazu mussten wir jetzt eben die Nockenwellen ausbauen, um da ranzukommen. Vorher kommt natürlich jetzt noch die Einlassnockenwelle dran. Die Einlassnockenwelle ist genauso leicht rausgegangen wie die Auslassnockenwelle. Und jetzt kommen wir auch schon mit dem Abbauen des Zylinderkopfbeginns. Da haben wir nämlich hier oben und unten jeweils eine kleine Schraube drin. Da muss man aufpassen, dass einem die nicht reinfallen. Das ist auch viel Zahn. Und am besten mit einem Magneten sichern, sonst kann man das Ding gleich beim Rausziehen runterfallen. Hier jetzt das erste, schauen wir, das ist ziemlich lang. Und das gleiche noch ist hier oben drüber. Die also nicht vergessen, nicht gleich die Kopfschrauben aufmachen und dann versuchen, den Kopf runterzureißen. Ja, und hier haben wir nochmal einen schönen Blick auf die Ventilsteuerung. Das ist bei dem ja wirklich komplett simpel gelöst, nämlich nur mit solchen kleinen Stößeln. Ich schau mal, ob ich ohne Licht das auch machen kann. Die kann man hier schön herausnehmen. Die gehen auch nur in eine Position rein, nämlich hier unten haben sie eine Führung. Mein Finger jetzt ist hier und die Führung ist hier auf der Unterseite. Die können sich also auch nicht verdrehen, weil natürlich genau in dieser Position dann die Nockenwelle auch auf den Stößel drauf trifft. Und ist natürlich ein total mechanisches, einfaches System. Ohne Umlenkschlepphebel oder Rollenschlepphebel. Nockenwelle drückt, genau wie auch bei den alten S50 Motoren direkt auf dem Ventiltrieb drauf. Und dadurch kann man natürlich auch sehr hohe Drehzahlen fahren. Alle Zylinderkopfschrauben haben wir jetzt schon gelockert. Und zwar wie immer, man fängt immer von außen an, über Kreuz am besten, sich nach innen vorzuarbeiten. Also dementsprechend haben wir jetzt hier außen angefangen, sind dann rübergegangen auf die andere Seite, dann gegenüber liegen oben und dann wieder über Kreuz auf die andere Seite rechts unten und das Ganze dann mittig vorarbeiten. Ganz wichtig, hier sieht man schön die Beilagscheiben, nicht vergessen, dass man die im Kopf aus Versehen liegen lässt. Und sobald die einmal gelockert sind, kann man sie einfach mit der Hand rausdrehen und dann zur Seite legen. Natürlich werden die Kopfschrauben auch wie immer erneuert. Das sind ja auch wieder Dehnschrauben. Und eben auch ganz wichtig, die Beilagscheiben nicht vergessen. Der Kopf ist jetzt abgenommen. Der geht eigentlich relativ leicht runter. Wenn es nicht gleich auf Anhieb geht, ein Gummihammer ganz leicht seitlich ein bisschen dagegen klopfen, dann löst er sich schon, weil eigentlich das Einzige, wo er hängen bleibt, ist eigentlich die Dichtung, die ein bisschen verklebt ist. Du kannst jetzt mal versuchen, die Dichtung einfach runterzunehmen, wie er da drunter ausschaut. Also wie gesagt, die geht jetzt schön leicht runter, am Kopf hat er ein bisschen gehangen. Man sieht eigentlich am Kolben keine Spuren, die auf irgendwelchen Schaden hinschließen würden. Den haben wir sogar schon ein bisschen vorher sauber gemacht, mit Tuch. Auch da relativ wenig Ablagerung auf dem Kolbenboden. Also da haben wir jetzt auch nicht gedacht, dass wir einen Schaden entdecken könnten. Interessant ist natürlich jetzt hier genau der siebte Zylinder, nämlich der, was hier vor uns liegt. Das ist nämlich der, der auch den Pleuellagerschaden hat und man sieht hier optisch überhaupt nichts. Also auch der Pleuellagerschaden war so gering, dass man also keinerlei Anschlagspuren oder sowas feststellen hätte können. Also gerade noch Glück gehabt mit dem Motor. Und ja, jetzt schauen wir uns den Zylinderkopf natürlich auch noch an. Und das gleiche geht dann eben auf der anderen Seite dann auch gleich weiter. Dann haben wir nicht beide Köpfe unten. Die Hydrostößel haben wir jetzt schon mal alle ausgebaut. Es ist ganz wichtig, der Reihe nach von 1 bis 8 Einlassseite und Auslassseite wieder an derselben Stelle einbauen. Das ist ganz wichtig, dass die an derselben Stelle wieder verbaut werden, wo sie gelaufen sind. Am Kopf selber haben wir jetzt auch hier vor oben nichts gesehen, was uns beunruhigen sollte. Jetzt wird der Kopf noch rumgedreht und dann ist die interessantere Seite, nämlich die Ventilseite, ob es da irgendwelche Probleme mit dem Pleuellagerschaden gegeben hat. Auch auf der anderen Seite vom Zylinderkopf, gerade hier, siebter Zylinder, keine Schäden zu sehen. Wir werden natürlich einen Dichtheitstest durchführen, ob da nicht doch irgendwelche Sachen angestanden sind. Aber optisch sieht man natürlich jetzt erstmal gar nichts. Dann werden die natürlich auch komplett gereinigt. Ja, und dann erst, wenn alles
vom alten Dreck befreit ist und auch hier das alte Öl, wo vielleicht eventuell noch kleine Späne drin sind, dann erst können wir die Köpfe auch wieder aufbauen. Aber vorher geht es natürlich noch im unteren Bereich des Motors weiter. Ja, und somit haben wir jetzt erstmal die Oberseite vom Motor komplett von allen Bauteilen befreit. Wir sind jetzt am Ausbau der Zylinderreihe 1 bis 4, also Fahrtrichtung rechts. Da ist das Aufsetzen des Spezialwerkzeugs zur Arretierung der Nockenwellen ein klein wenig anders, was die Nockenwelleneinstellung angeht. Man sieht nämlich hier, wenn man sie einfach so in der Position draufsetzen würde, sitzt das Spezialwerkzeug nicht genau schön senkrecht über den Nockenwellen, sondern man sieht hier den Spalt dazwischen. Also so darf es auf gar keinen Fall ausschauen. Dazu haben wir jetzt eben diesen Sechskant an der Nockenwelle. Und das mit einem 27er Gabelschlüssel können wir jetzt die Nockenwelle ein klein wenig hinterdrehen zu uns. Und dann müsste eigentlich die Nockenwelle in die richtige Position rutschen. Genau, man sieht es da hinten auch schon, es geht zusammen. Und das gleiche können wir auch von der anderen Nockenwelle aus machen, nämlich in dem Fall jetzt gegen den unteren Schlüssel ansetzen und ein bisschen in die Mitte drehen. Genau, jetzt ein bisschen nach innen drehen und schauen, ob die Position dann besser zusammengeht. Jawohl, das sieht schon ganz gut aus. Man sieht, die Federspannung geht gleich wieder zurück. Das heißt, wir werden jetzt ein klein wenig zu zweit, einer wird den Schlüssel nach innen drehen und der andere wird dann gleich hier oben die Schrauben reindrehen. Und dann erst ist das Spezialwerkzeug richtig arretiert, dass wir die Nockenwellen aufmachen können. Hier die Zentralschrauben wieder Linksgewinde, wie beim anderen Kopf auch. Gelöst haben wir sie schon und dann so aufdrehen, als würde man sie normalerweise zudrehen und beide Schrauben gleich raus. Kettenspanner rausbauen und dann kann man auch schon vorne die Warnussgetriebe abnehmen. Hier ist es nämlich nicht wie bei der rechten Seite, dass hier noch ein extra Bolzen rausgemacht werden muss von der Laufschiene, sondern es sollte jetzt eigentlich mit ein bisschen gut zureden beide Warnussgetriebe rauskommen. Erstmal das linke von der Auslassseite und dann das einlassseitige. Wieder die vier Schrauben vorne raus von dem Lagerdeckel. Jetzt bauen wir die Einlassnockenwelle aus, eben immer schön nur maximal vielleicht eine halbe Umdrehung, die Lagerdeckel ein bisschen öffnen und ich sichere hier wieder an der Stelle an dem Sechskant eine Nockenwelle, weil die sich jetzt sofort eigentlich wieder verdrehen möchte, damit dann die Ventile jetzt nicht vorher unten am Kolben anstehen können, am ersten Zylinder. Und schön langsam kommen die Deckel rauf und die Nockenwelle kommt nach oben und dann kann man sie wieder rausnehmen. Beide Nockenwellen nehmen wir jetzt wieder raus und dann geht es wieder weiter mit den zwei Schrauben hier unten. Die kleinen, die hier sich verstecken. Einmal diese hier und danach die Kopfschrauben wieder. Wenn man beim Ausbau der vorderen Kopfschraube hier Probleme hat, dann liegt es an dem Magnetventil, das sich hier daneben gleich befindet. Das haben wir einfach mal so rausgeschraubt und dann ist eben auch gleich noch hier ein ganz wichtiger Hinweis, wenn man so einen Motor mit so einem leichten Schaden wieder neu aufbauen will. Magnetventile genau kontrollieren, drehst mal ganz leicht noch ein bisschen rum. Genau, man sieht nämlich hier so ganz leichte Ablagerungen. Es kann Metall sein, muss nicht sein, aber auf jeden Fall, wenn es möglich ist, diese Ventile kontrollieren und auch so gut wie möglich reinigen. Nur dann ist nämlich auch nach dem Zusammenbau gewährleistet, dass auch die Warnuss und alles hundertprozentig funktioniert. Eine hat er ja da drüben und eine steckt hier vorne drin, direkt von hier aus zugänglich. Das heißt, das muss ich nochmal schauen. Ja, genau. Da ist die zweite. Und diese beiden Ventile auf jeden Fall kontrollieren, ob die auch wirklich in Ordnung sind. Spätestens jetzt muss die Schraube hier vorne herausgemacht werden, wenn man den Kopf runter machen will. Wenn man jetzt also nur die Warnussgetriebe tauschen will, müsste man es eigentlich gar nicht rausnehmen.
aber dadurch, dass die Verbindung zwischen dem unteren und dem oberen Stück an dieser Gleitschiene hier das obere Teil ist, müssen wir jetzt also unsere Spezialwerkzeuge einsetzen, was wir wieder haben, die kleine Schraube reindrehen und damit Schlüsselweite 13 den Bolzen rausziehen. Und das also nur dann, wenn man auch den Kopf runter machen will, wenn man nur die Warnungsgetriebe aufmachen will, dann reicht es, dass man die drin lässt. Jetzt wieder, hier sieht man es gut, den Bolzen rausdrehen. Da hinten bewegt er sich und bleibt jetzt im Werkzeug wieder drin. Und dann ist die Verbindung zwischen Motorblock und Zylinderkopf getrennt. Und der Kopf kann abgenommen werden. Die beiden Köpfe sind jetzt komplett weg und wir haben schon mal den Motor kurz angeschaut. Also die Zylinderlaufbahnen, die sehen sehr gut aus. Auch auf allen Zylindern absolut gleich. Da ist keiner, der sich irgendwie unschön hervorhebt. Und was natürlich dann auch auf jeden Fall gemacht wird, sind ein Austausch von solchen Ventilen, die im Block drin sind. Hier zum Beispiel hier oben. Wichtig ist eben, wie gesagt, jetzt eine Sauberkeit reinzubekommen, weil wir nicht wissen, wie lange oder wie viele Lagerschaden schon gewesen ist. Und was hier noch ganz schön ist, die Gleitschiene, die sehen auch aus wie fast wie neu. Also wenn man mit dem Finger rüber fährt, man merkt so gut wie keinerlei Vertiefung. Also es sieht wirklich aus, als hätten die nicht viele Kilometer gelaufen. Und hier unten sieht man noch ganz schön die Bauart dieses Motors, nämlich für jede Zylinderseite hat er nämlich eine Duplexkette für vorne und für hinten links und rechts aufgeteilt. Die geht eben hier zu uns her. Und das Schöne ist, die Kette muss wirklich nicht viel herumlaufen. Die läuft wirklich nur von unten von der Kurbelwelle geradeaus rauf zur Einlassnockenwelle. Und das war es dann auch schon. Von dort aus wird die andere Nockenwelle angetrieben über das Zahnrad von den Warnos getrieben. Daher der Aufbau ist total simpel bei dem Motor und auch absolut standfest. Wie gesagt, nur ein Problem haben die eben immer mit den Pleuellagern, wenn man die zu lange drin lässt. Im nächsten Video geht es eben hier unten weiter, da drehen wir den Motor rum auf die andere Seite, stellen ihn auf den Kopf und dann geht es eben nochmal mit der Ölwanne runter und ja, dann können wir eigentlich auch schon uns dran machen, die Bedplate abzubauen, ist auch wieder ein spezielles Thema bei dem Motor, die sich hier befindet und dann kommt die Kurbelwelle auch schon raus.